Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist wieder soweit, eine neue Pokémon-Generation ist rausgekommen, Karmesin und Purpur. Natürlich spiele ich das auch hier auf diesem Kanal. Wie ihr seht, der Hintergrund, ich habe schon mal den Charakter erstellt. Es ist Orange, die Orangenakademie. Bedeutet, ich habe die Karmesin-Edition, weil ich diesen roten Drachen ein bisschen cooler finde. Aber es gibt auch noch ein paar andere Gimmicks, die ich ein bisschen besser finde bei der Karmesin-Edition. Aber darum soll es jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht gehen, sondern ich erkläre euch erstmal, was ich überhaupt mache. Und zwar würde ich gern wieder einen Nuzlocke spielen. Das geht allerdings mit dieser Edition nicht so einfach, weil es gibt keine Zufallskämpfe mehr im hohen Gras. Das ist deswegen ein bisschen schwierig. Und ein paar andere Sachen machen es auch kompliziert. Aber es gibt immerhin die Möglichkeit, per Zaubertausch zufällige Pokémon von anderen Spielerinnen und Spielern zu bekommen. Und das Ganze nutze ich, um mal eine Wonderlock zu machen. Und was das ist, erkläre ich euch jetzt am besten mal schnell. Was ist eine Wonderlock? Wie bei einer normalen Nuzlocke-Challenge darf pro Gebiet nur ein Pokémon gefangen werden. Da es keine Zufallsbegegnungen mehr mit wilden Pokémon gibt, darf ein beliebiges Monster gefangen werden, welches dann aber sofort per Zaubertausch getauscht werden muss. Dabei darf erneut getauscht werden, wenn sich das ertauschte Pokémon oder eines aus derselben Entwicklungsreihe bereits im Team befindet. Sollte ein Pokémon im Kampf besiegt werden, gilt es als tot und muss permanent in die Box gepackt werden. Die Verwendung von Items innerhalb eines Kampfes ist verboten. Sollte ich ein legendäres Pokémon erhalten, darf ich es auch verwenden, mit der Ausnahme von gehackten Pokémon natürlich. Außerdem darf ich zu jeder Zeit Shiny-Pokémon fangen und auch verwenden. Gut, da habt ihr es gehört. Das ist also eine Wonderlock. Die Regeln könnt ihr auch nochmal unten in der Beschreibung nachlesen. Habe ich dort unter jedes Video, packe ich die drunter, falls ihr das nochmal genau wissen wollt. Aber so würde ich das Ganze spielen. Ich habe mega Bock drauf. Ich hoffe, es funktioniert alles und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht und dass ihr am Start seid. Und mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ich glaube, es ist immer noch die beste Lösung, wenn man sowas Nuzlocke-mäßiges machen will. Ich habe Bock. Ich habe auch noch nie eine Wonderlock gemacht. Wir schauen mal, wie das Ganze läuft. Wir beginnen jetzt auf jeden Fall erstmal in dieser Akademie. Das ist natürlich jetzt das neue Gimmick, sage ich mal, dass wir jetzt in der Akademie ein Schüler sind und ein bisschen anders an die Sache rangehen. Aber alles von Zeit zu Zeit. Hier sehen wir erstmal die richtig krasse Intro-Sequenz. Oh, ich muss es wegklicken. Nee, doch nicht. Doch nicht. Oh, hier sehen wir auch schon den ersten Shot auf unsere Rivalin. Doch, ich muss es wegklicken. Okay, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Zuerst dachte ich, sie wollen mir eine Cutscene zeigen, aber nee, wollten sie dann doch nicht. So, das ist unser Direktor, Klavel. Leitung der Orangenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaft. Naja, malerisch, das steht noch ein bisschen zur Diskussion, ob denn die Landschaften wirklich malerisch sind. Ja, das entscheidet ihr vielleicht am besten selbst. Und da sehen wir schon das erste neue Pokémon. Vergessen, wie es heißt. Palmy? Nee. Das heißt, im Englischen könnte es Palmy heißen. Die ganzen Namen kenne ich natürlich alle noch nicht. Ein paar habe ich mir gemerkt. Denn ich habe tatsächlich die Purpur-Edition schon durchgespielt für Game 2. Der Test kommt demnächst. Deswegen kenne ich schon sehr viel. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Sprich, ich kenne nur die Pokémon, die ich auch schon in meinem ersten Durchgang gefangen habe. Einige der neuen Pokémon, nicht viele wahrscheinlich, aber ich kenne einige noch nicht. Also eventuell gibt es noch die ein oder andere Überraschung für mich. wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, ohne Spoiler, Glückwunsch. Ja, es ist nicht so leicht immer, weil man natürlich neugierig ist. Ja, aber ein paar kenne ich noch nicht. Vielleicht überleben wir eine Überraschung. So, das war das lange Intro, wo auch eigentlich nicht viel gesagt wurde. Und da sehen wir unseren Weggefährten, der uns eigentlich das ganze Spiel über begleiten wird. Aber dazu gleich mehr. Pokémon Karmesin. Ihr seht ja auch schon mal die Welt, die Region von oben. Oder hat man ein paar neue Vogel-Pokémon gesehen? Er stürzt sich runter hier, das neue Tauros. Ja, es gibt ein Paldea-Tauros. Viele haben es natürlich schon vermutet. Und natürlich gibt es einen Stier in der Spanien-Version. Hier, coole Flamingos am Start. Ja, aber Tauros musste sein. Also ohne Tauros hätten sie das Ganze ja nicht machen können. Ja, aber vielleicht sehen wir das ja auch noch im Spiel selbst und nicht nur in dieser Cutscene. Hier ist die Hauptstadt mit der Akademie. Was passiert mit ihm?
Koraidon ist das, glaube ich. Ne? Ich habe mit Miraidon gespielt, das müsste jetzt Koraidon sein. Wir werden das aber gleich erfahren. Geile neue Papageien-Pokémon am Start. Mit einer coolen Dauerwelle. Und das ist unser Haus. Und das Spiel geht los. Es war, ja, kleines Intro. Ist jetzt nicht das spannendste Intro der Welt gewesen, aber netter kleiner Einstieg, so mit dieser Flug-Action von unserem Drachen. Und da sitzen wir in unserem Zimmer. Ja, komm, jetzt hier genug geblättert in deinem Büchlein. Wir gehen jetzt nämlich mal schön raus und starten das Abenteuer. Dazu sei gesagt, ich bin mir nicht sicher, ab wann wir... Ich stelle erstmal das Texttempo auf 3. Ach so, und was ich auch noch erwähnen muss an dieser Stelle, es gibt nicht mehr die Option auf Folge zu stellen, also dieses Kampfreihenfolge. Also wir werden quasi immer gefragt, ob wir auswechseln wollen, wenn wir im Kampf sind. Und das macht man natürlich bei einer Nuzlocke nicht. Ich habe es jetzt ich werde es jetzt so machen, dass ich halt immer verneine und mein Pokémon nicht auswechsle, auch wenn ich gefragt werde. Finde ich irgendwie unnötig, dass sie die Option rausgenommen haben. Ich check auch nicht, warum. Es ist halt eine Option. Sowas muss man nicht rausnehmen. Also vor allem, weil die eigentlich wissen, dass es eine der Optionen, die Nuzlocke-Spieler halt immer benutzen. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie die rausgenommen haben. Ich glaube, sie hassen einfach Nuzlocks. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist so eine harmlose Funktion, die es schon immer gibt. Und hier haben sie jetzt rausgenommen. Ich check es absolut nicht. Ja, wie dem auch sei. Wir werden diese Frage also ignorieren, wenn es zu Kämpfen kommt. Was ich vorher sagen wollte, ich bin mir wirklich nicht sicher, ab wann ich denn den Zaubertausch benutzen kann. Also es kann sein, dass wir heute in der ersten Folge noch gar nicht die ersten verwendbaren Pokémon überhaupt finden. Also ich werde natürlich einige fangen, aber die Wonderlock startet natürlich erst, sobald ich auch den Zaubertausch vollziehen kann. Das weiß ich natürlich noch nicht, ab wann dem soweit ist. Aber okay, jetzt habe ich auch ziemlich viel geredet, während ich mir hier schon durch die Dialoge klicke, meine ich natürlich. Wir kriegen tatsächlich schon gleich unser Starter-Pokémon. Und das ist auch ziemlich egal, welches wir nehmen, weil wir müssen es ja eh wieder vertauschen. Deswegen gehen wir jetzt schnell hoch und schnappen unsere Sachen. Ich habe in meinem ersten Durchgang habe ich Krokel genommen. Ich glaube jetzt einfach, weil ich Krokel schon hatte, nehme ich ein anderes. Aber eigentlich spielt es auch wirklich keine Rolle, welches ich nehme. Aber ich will sehen, wie sich die anderen Pokémon mal drüber freuen, dass ich sie auswähle. So, haben wir die geile Uniform angezogen. Mit der orangenen Hose. Passend zu meinen Augen. Oh, wir haben den X-Knopf. Ja, okay. Also hier sehe ich schon, noch können wir nicht Zauber tauschen. Aber wir haben ja noch keine Pokémon, macht absolut Sinn. Ich hoffe, dass wir es können, bevor das Abenteuer richtig losgeht. Also, wir können ja ziemlich schnell jetzt gleich... Achso, ich muss nochmal mit ihm quatschen. Na, dann tun wir das. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Danke. Du hast mir auch alles schön hingelegt, Mama. Vorzüglich, so sieht ein Musterschüler unserer Akademie aus. Ja, natürlich. Ach, was ist heute nur mit mir los? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Das tue ich. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was er möchte. Ich rede auch schon die ganze Zeit davon. Natürlich kriegen wir jetzt unser Starter-Pokémon. Also sie kommt ziemlich schnell zur Sache. Finde ich gut. So haben wir es rausgeschafft nach dieser schönen Ladezeit. Jetzt pack mal die Pokémon aus hier. Komm, ich bin ready. Los. Da sind sie. Felori, Krokel und Quax. Krokel ist mit Abstand das Coolste. Ist ja ganz klar, wenn man die drei so nebeneinander stehen sieht. Felori, das Flora-Katzen-Pokémon, ist auch ganz süß. Vielleicht nehme ich das jetzt sogar. Krokel, das Feuer-Kroko.
Und natürlich Quacks, die, was ist es? Jungente. Okay. Qua. Die Frisur ist auf jeden Fall nice. Also das muss ich Quarks lassen. Die Frisur ist echt Hammer. Aber die sind alle drei ziemlich knuffig. Also die Entscheidung fällt dir schon nicht so leicht. Also wenn es jetzt ein normaler Durchgang wäre. Aber es ist natürlich eine Wonderlock und das bedeutet, es ist egal, welches ich nehme. Deswegen werde ich auch ziemlich zügig mich durch diesen Quatsch hier klicken. Und mein erstes Pokémon auswählen. So, lass mich ein Geschenk. Achso, was gibt's denn noch? Du erhältst das. Ach ja, na klar. So, das Rotom-Phone. Natürlich ist auch das Rotom-Phone wieder am Start. Aber so, jetzt haben wir die Pokémon. Wir haben die Aufgabe, ein bisschen spazieren zu gehen. Oh, ich kann noch nicht rennen. Oder kann ich das, sobald ich jetzt hier. Nee. Nee, ich kann noch nicht rennen. Ich muss so langsam laufen. Wir müssen so in dem Tempo spazieren gehen mit den drei Startern. Na gut, dann machen wir das. Ich würde jetzt natürlich gern zum Haus rennen. Da vorne, dieses Haus am Horizont, da müssen wir hin. Oh, Krokel führt. Krokel ist doch das langsamste von den dreien, aber trotzdem hüpft es so freudig voran, dass es. Oh nein, Felori überholt. Ich nehme noch Wetten entgegen und ich kann auch rennen. So, jetzt bin ich nämlich schneller da als ihr Loser. Oh, Quacks holt auf. Also jetzt bin ich gespannt. Ich drehe mich jetzt nicht rum. Wer gewinnt? Wer ist jetzt zuerst da? Quacks, Felori oder Krokel? Felori ganz vorne. Quacks rennt aber auch ziemlich schnell. Aber es sieht so aus, als macht Felori das Rennen. Ist das etwa auch ein Hinweis darauf, dass Felori das schnellste von den dreien ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer das schnellste von den dreien ist. Aber es macht schon Sinn, dass die Katze schneller ist als die Ente und ein Krokodil. Also, und immer wenn ich gegen Felori gekämpft habe, war es auch ziemlich flink. Also, ich glaube, Felori ist das schnellste von denen. Aber wer weiß das schon? Vielleicht auch die Ente, wer weiß. Ist schließlich eine Jungente. Und sie wird noch zur Altente und kriegt wahrscheinlich heftige Beine. So, was macht Krokel derweile? Krokel möchte diesen Apfel mampfen. Oh, aber es hat sich erschrocken. Und jetzt hat es aus dem Feuer gespuckt. Aber ist die Frage, ob ein Feuer-Pokémon nicht verkohlte Äpfel eh lieber mag als doofe, rohe Äpfel. Doofes, rohes Obst. So. Da haben wir auch schon unsere Rivalen. Und nicht ganz. Noch hat sich Markus nicht für eines der drei entschieden. Das mache ich aber jetzt. Welches Pokémon wird wohl. Ja. Quack sagt nein. Nein, das isst man nicht mehr. Schmeißt die Scheiße weg. Und Krokel hat den Apfel weggeschmissen. Es war auf jeden Fall ein sehr süßes Intro. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt wählen wir unseren Starter aus, den wir dann bald vertauschen müssen. Ach, jetzt muss sie sich erstmal vorstellen. Du bist früher hergekommen, als ich gedacht habe. Ach nee, er ist das. Nee, stand gerade Fragezeichen, hat sie gesagt. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht? Darf ich dir deinen neuen Mitschüler Markus vorstellen? Ja, Wahnsinn, hast du dir das gedacht, ne? Nachdem du meine Schuluniform gesehen hast, die genauso aussieht wie deine. Nee, Mila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbar, lass uns doch Freunde sein. Ja, ich traue mich nicht, Nein zu sagen. So frech bin ich nicht. Gibt ja manchmal so freche Antwortmöglichkeiten, das traue ich mich meistens nicht, weil ich möchte, dass mich die Charaktere mögen. Deswegen bin ich immer möglichst freundlich zu ihnen. Wer weiß, vielleicht kommt ja die Freundlichkeit irgendwann zurück. Aber genug gequatscht. Richtig, er sagt auch schon, nun denn, wähle deinen Starter. Ja, ich glaube, ich habe einfach mal Bock auf die Katze. Krokel hatte ich schon und ich muss sie eh wieder vertauschen. Von daher, Lori. Felori. Ja, ich möchte dich. Felo. Miauts. Möchtest du Spitznamen? Es lohnt sich leider nicht, dir einen Spitznamen zu geben, da du nicht lange bei mir sein wirst. So, da haben wir es doch. Die süße Katze auf meinem Arm. Wir sind jetzt schon beste Freunde. Wenn es nur wüsste, dass ich es bald in unbekannte Arme schicke. Felori scheint auch dich zu mögen. Ja, nicht mehr lange. Und da ist der Pokéball, so kommt zurück. Na gut, dann lassen wir jetzt mal diesen ganzen Quatsch. Wir kämpfen jetzt hier mal gegeneinander, würde ich sagen. Ja, wir sind ein super Team, hast du direkt gesehen.
Hast du mal auf einer Klinik kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Markus bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihm ein neues Pokémon trainieren. Oh, das klingt nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit Markus einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Ja, natürlich nimmt sie sich jetzt, weil sie eine faire Rivalin ist, das Pokémon mit der Schwäche. Und das ist in dem Fall Quacks. Muss beide unsere Pokémon, weißt du, was das heißt? Zeit für einen Kampf. Yes, natürlich. Warte am Strand, ich komme sofort. Kann direkt mal checken, ob ich schon tauschen kann, aber ich glaube nein. Ich habe die Vermutung, dass wir erst in der Akademie tauschen können. Ja, ja, okay. Ja, so nach und nach. Da liegt schon mal ein Item, das schnappe ich mir. Ja, vielleicht aber auch schon, wenn wir Pokébälle bekommen. Das werde ich gleich sehen. Da steht sie auf jeden Fall schon und wartet. Ich sehe dich doch. Aber ja, hallo. Okay, na dann. Als Trainer müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, bist du bereit für einen Kampf? Ja, bin ich. Juhu, darauf habe ich gewartet. Das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Was ist denn jetzt? Denk daran, für Markus ist das noch alles neu. Er hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Stimmt gar nicht. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich eben das Ganze als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Ja, sie hat natürlich schon ein Team. Sie ist kein Neuling. Sie ist schon sehr kampferprobt. Ja. Gut, dann los geht's. Geile Kampfpose auf jeden Fall. Quarks. Versus. Fellori. Dann hast du Pokémon-Kampf. Hoffentlich macht er dir genauso viel Spaß wie mir. Ja, ich kann es kaum erwarten. Blatt weg. Vernichte Quacks. Ah, Quacks. Da guckst du blöd, ne? Ja, ja, Vorteile Pflanze gegen Wasser habe ich direkt gecheckt. Ich bin ein Naturtalent. Aquaknarre. Lächerlich. So, ciao. Und jetzt gib mir Pokébälle und lass mich Pokémon fangen. Und schon Level 6. Spielt aber keine Rolle, welches Level unsere Starter-Pokémon haben. Ja, das Ganze wird eh noch ein bisschen spannend. Weil die Level natürlich auch random sind von den ertauschten Pokémon. Also es kann durchaus sein, dass wir ein Level 50 Pokémon bekommen. Was mir dann aber nicht gehorcht. Also ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Ich habe, wie gesagt, das selber noch nie gemacht. Es kann alles passieren. Lass uns bald wieder kämpfen, ja, natürlich. So, aber jetzt gib mir mal Pokébälle. Was für eine App gibst du mir? Die Pokédex-App? Nee. Doch, geil. Nice. Pokédex-App ist am Start. Jetzt gib mir auch Pokébälle. Nee, nee, komm. Zeitenänderung, Zauber dagegen verblasst. Nee, ja, Zauber, ja, stimmt. Du musst unterfangen, aber ich habe eine Vervollständigung des Pokémon widmen. Ja, mach ich. Und ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Dann tu das. Ich habe eh jetzt hier anderes zu tun. So. So, jetzt gib mir Pokébälle. Nicht nur ums Kämpfen, sondern um den Pokédex, ja. Obwohl wir gerade beim Thema Pokédex sind. Hast noch nie wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor... Komm mal mit. Yes, ich komme mit. Ich komme doch. Okay, so. Können wir jetzt tauschen? Nein, wir können immer noch nicht tauschen, aber wir haben Pokémon-Boxen. Also wir kriegen immer mehr und bald können wir auch tauschen. Ja, und ich bin gespannt, wie das wird. Wir können auch Level 1 Pokémon kriegen. Wahrscheinlich ist, dass wir auch hier so Pokémon aus dem Startgebiet bekommen. Aber ja, es kann theoretisch alles passieren. Ich habe auch so ein paar Sonderregeln aufgeschrieben. Und zwar legendäre Pokémon. Sollte mir jemand ein legendäres Pokémon schicken, darf ich das benutzen? Es kann natürlich auch sein, oder das gleiche gilt auch für Shinies. Es kann natürlich aber auch sein, und es ist sehr wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel Shiny-legendäre Pokémon bekommen, dass die gehackt sind. Und die würde ich natürlich nicht benutzen, die würde ich dann auch sofort freilassen und dürfte nochmal neu tauschen.
Ja, ich glaube, das war's dann aber auch. Ach so, und doppelte Pokémon kann ich noch mal neu tauschen, damit ich auch mal neue Pokémon bekomme. Geiles Sandwich, danke Mama. Was kriege ich noch? 5 Tränke. Oh, das ist sehr nett. Danke. Spannende neue Eindrücke, ja. Das stimmt. Jetzt lass mich, ich bin alt genug. Tschüss. Ja, ich komme vielleicht irgendwann mal wieder. Ihr Lachen war etwas creepy. Na gut, ist total lieb, die Mutter. Ja, ist sie. Das ist sie doch. Stehen geblieben. Ja, wie man Pokémon fängt. Ja, zeig mal. Wo ist sie denn jetzt hingerannt? Ach so, davor. Hier drüben. Ja. Und sie rennt vor. Ja, was gleich auch noch eine Sache sein wird. Es gibt nicht so mega viele Routen, sage ich mal. Also es gibt schon Gebiete, aber die sind sehr, sehr weitläufig. Wir werden es gleich sehen. So, hier steht es jetzt. Kucharico-Fahrt. Das ist also ein Gebiet. Sobald so ein Name erscheint, gilt das als Gebiet. Das heißt, hier auf diesem Pfad darf ich ein Pokémon fangen. Es ist auch völlig egal, welches ich fange. Also es muss nicht das erste sein, was ich sehe. Theoretisch ist es sogar am schlausten, wenn ich immer die schwächsten fange. Weil das leichte Catches sind. Ich vertausche sie ja eh sofort. Also ich muss hier gar keine Zeit vertrödeln. Ich tausche ja eh sehr bald, sobald das geht. Und selbst wenn jetzt, bis ich tauschen kann, selbst wenn jetzt Pokémon irgendwie down gehen sollten oder so, wäre das egal. Weil die Challenge erst startet, sobald ich den Zaubertausch auch benutzen kann. Und das ist spätestens bei der Akademie so. Schauen wir mal. Ich weiß es selber nicht, ab wann das erste Mal passiert. Jetzt in der ganzen Pre-Release-Zeit gab es auch keine Online-Funktion, also ich konnte das noch gar nicht testen. Deswegen wird es auf jeden Fall spannend, wie das Ganze so funktionieren wird. Ach komm, das ist ja ein schwaches Level 3 Ferkuli. Das fangen wir doch so ein bisschen geschwächt. Ich könnte jetzt nochmal Kratzer machen, aber nee. Wir müssen Ferkuli ja übrigens fangen. Ja, wobei ich jetzt auch besiegen könnte. Nee, das ist das Catch-Tutorial. Finde ich übrigens gut, dass sie das so gemacht haben und mir nicht aufzwängen, von ihr so eine Cutscene anzugucken. Ja, wie man Pokémon fängt. Finde ich gut, dass sie es so gelöst haben. Ja, Ferkuli. Ich würde dich gern behalten. Also die Chance ist relativ groß, dass wir irgendwann einen Ferkuli nochmal ertauscht kriegen. Also schauen wir mal, ob das auch so passiert. Okay, gib mir noch mehr Bälle. Danke. Pokémon erst schwächen, bevor du den Ball wirfst. Danke. Alles klar, mache ich. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Ja, machen wir. Ich gehe aber trotzdem nochmal zurück. Können wir jetzt schon? Nein, können wir auch noch nicht. Ich gehe nochmal zurück, weil das hier... Genau. Kucharico ist nämlich ein anderer Ort. Das heißt, hier darf ich ein Pokémon fangen. Wenn es denn welche gibt. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube... Oh, da oben ist ein Item. Krass, habe ich noch nie gesehen. Anscheinend kann man aufs Dach später. Das ist nicht nur ein Item, das ist sogar eine TM. Naja, egal. Okay, es hätte sein können, dass es hier auch Pokémon gibt. Oh, aber da liegt noch ein Item. Aber es ist nicht ganz so wichtig, weil ich merke mir... Ah doch, da ist es. Ich wusste es. Da sind sogar 2 Pokémon. Da ist noch 1. Ja, genau. Das fangen wir nämlich auch direkt. Da, so sieht's aus. Ein neues Käfer-Pokémon namens Tarundel. Eine runde Tarantel. Das nehmen wir doch auch direkt mit. Denn wir müssen wirklich jedes Gebiet nutzen, weil es gibt nicht so viele. Und das Startgebiet hat direkt schon mal 2 am Start. Aber jetzt kann ich auch direkt zum Leuchtturm gehen, weil mehr Routen gibt es jetzt hier erstmal nicht. Ja. Ich muss mir das definitiv aufschreiben, wo ich schon was gefangen habe. Und wo noch nicht, weil es wird später kompliziert. Die Routen heißen alle nur sowas wie, oder die Gebiete eher gesagt, sowas wie nördliche Zone, südlich, Nordwest, also sowas sehr, sehr schlecht zu merken. Ja, deswegen muss ich mir das dieses Mal aufschreiben. Die letzten Male habe ich es immer geschafft, mir das so zu merken.
Aber das ist ja doch ein bisschen unübersichtlich, vor allem, weil die Routen auch nahtlos ineinander übergehen. Ja, manchmal ein bisschen schwer. Aber okay, hier ist der Kusharikofahrt. Und hier würde ich jetzt einfach schnell durchstratzen, auf dem Weg ein paar Bälle einsacken. Aber das war's dann auch schon. Komme ich da hoch? Ja. Ja, alles schnell mitnehmen, was ich hier finden kann. Und dann schnell, wo sollen wir hin zum Leuchtturm? Ja, da gehe ich auch hin. Da ist der Leuchtturm. Hier könnte man auch schon sehr viele verschiedene Pokémon fangen. Also das ist eigentlich ganz cool für so eine erste Route. Hier gibt es ziemlich viel. Wie gesagt, ich renne jetzt hier nur schnell... Oh, da war ein Schwein. Nur schnell zu den Items. Und zack. Und zack. Oh, Äther. So früh im Spiel. Nicht schlecht. Da liegt noch was und dann kommt... Kommt was anderes erstmal, bevor der Leuchtturm kommt. Ja, ich habe schon 2 Pokémon gefangen. Lass mal sehen, wie viele Pokémon du schon geschnappt hast. Gwar! Was war das? Das finden wir doch jetzt sofort heraus. Gro. So einen Ruf habe ich noch nie gehört. So ein Gro. Ja, ich gucke. Ja, ja. Ich bin bereit. Ich komme. Finde die Quelle des Rufs. Na, wo ist es denn? Ah, weiß ich auch nicht. Gehen wir mal einen Schritt weiter, würde ich sagen. Ja, guck mal. Eine Palme. Ach, doch nicht. Oh, es zappelt aber geil ab. Jetzt nicht mehr. Haut ab! Lasst den Drachen in Ruhe. Ey, wenn die wüssten, dass die sich überhaupt trauen, diesen mächtigen Drachen da anzubellen. Das ist schon auch mutig von den Hunddüstern. Oh nein, er fällt runter. Hilfe. Zack. Wups. Aber zum Glück hat das Rotom-Phone eine Rettungsfunktion. Natürlich. Oh nein. Koraidon. Ich komme. Ich komme zur Hilfe. Hey, Buddy. Ja. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, dass es ihm auf die Beine hilft. Mein Smartrautum? Mein Ferkuli könnte ich ihm geben. Nee, ich gebe ihm das Sandwich. Aber wer weiß, vielleicht hätte es sich mehr über Ferkuli gefreut. Ja. In das fucking Sandwich. Ja. Vorsicht, da beißt er die Hand ab. Vielleicht. Na, erstmal dran schnüffeln. Zack. Das schmeckt. Oh ja, lecker. Boah, da ist es wieder. Voll bei Kräften. Agia. Cool. Ja, dann können wir in diese gefährliche Höhle gehen, würde ich sagen. Ja, oh, geh schon mal vor. Ich komme nach, kein Ding. Agia? Hab's verstanden. Was geht jetzt? Wow! Es verwandelt sich. Geil. Zack. Super Saiyan Mode. It's Super Dragon Time. Stark. Ganz stark. Nice. Schön aufgeplustert. Los geht's. Oh, ist direkt viel schwerer. Stampft hier durch die Gegend. Oh, die Schatten. Schön kantig, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, dann folgen wir ihm mal. In die finstere Höhle. Ah, da steht er noch. Sehr gut. Ich komme. Ich komme.
Meeresbuchthöhle hat einen individuellen Namen. Das heißt, hier dürfen wir Pokémon fangen, wenn wir dann welche finden. Ah, da lässt mich nicht überholen, ne? Ich darf nicht an ihm vorbei. Ich muss jetzt so langsam laufen wie er. Ah, da liegt ein Item. Hol ich mir das schon mal. Lass mich vorbei. Was ist denn jetzt? Achso. Ja, da oben. Hier bist du also. Alles okay? Geht's dir gut? Ja, alles klar. Sehr gut. Ich habe einen Drachen gefunden. Naja, ich kletter raus. Kein Ding. Aber erstmal möchte ich hier Items sammeln. Und noch ein Pokémon fangen. Oh, okay. Klar. Oh, Hunduster. Hey, die will ich fangen. Ach. Oh, da sehe ich doch schon was. Da hinter diesen Stein. Den Lurch hole ich. Oh, da oben ein Hundemann. Nicht schlecht. Und ein Item auch noch. Zack. Los, komm. Das darf ich auch fangen. Welches Level hat der Lurch? Level 2. Ja, komm. Level 2. Das muss ich nicht mal schwächen. Das fange ich mit einem Wurf. Level 2, Alter. So, die Zeit spare ich mir nämlich. Mangunior. Willkommen noch im Team. Felori lernt Biss. Nice. Cool. So, Mangunior. Ja, danke. Hallo, willkommen. Zack, gespeichert. Gut. Weiter geht's. Da liegt ein Item. Es ist ja ein bisschen doof, dass er hier so lahm durch die Höhle stampft. Da ist ein Dick da. Dürfen wir leider nicht fangen. Da unten ist doch was. Es geht ab. Er lässt mich nicht überholen. Komm, 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 komm. Komm, du schaffst es. Yeah, komm, zieh durch. Ah, geil. Habe ich mich schön vorbei geglitscht, um diese zwei Pokébälle hier einzusammeln. Ey, die Technik ist wirklich... Huiuiui. Ja. Spannend. Ey, ich wollte das Item holen. Oh, das sind viele. Ja, das sind viele. Alle wollen beißen. Aber Angst vor ihm, ja, haut ab. Keine Chance gegen meinen Drachen. So, wo war das jetzt? Hier? Ja. Beleber. Mhm. Brauchen wir eher nicht. Wenn Pokémon sterben, sind sie natürlich down. Zeit, irgendwas zu beleben, habe ich überhaupt nicht. Stampf, stampf, stampf. Mach kaputt. Gut. Guter Junge. Lauf weiter. Lauf weiter. Hallo. Gut. Ist ja noch mehr? Nee. So. Pass auf, da kommt was. Noch mehr Hunduster etwa? Verschwindet. Achtung, hinter dir. Oh, der Papa. Der Papa-Dog ist da. Hundemann. Moon! Boah, die Musik direkt brutal. Nein, ich setze nicht Felori ein. Ja, wobei doch, komm. Oh nein, nicht mein Oh, Felori hat sich zum Glück von alleine zurückgezogen, sonst hätte Hundemann es jetzt vernichtet mit Knirscher. Das sieht schon fies aus. Da hat mein Felori Angst. Ja, merkst du erst jetzt oder was? Komm, mach was. Prügel's weg. Bam! Nice. Jetzt noch Hyperstrahl oder sowas hinterher. Da kommen die anderen Kids auch noch. Tja, was machen wir jetzt? Prügel sie alle weg. Als ob die eine Chance gegen dich haben. Oh, es kommen noch mehr. Naja. Das sind schon sehr viele. Guck mal, sie beißen mich gleich. Boah, zack. Rette mich. Komm, spring raus. Komm schnell. Okay. Er kommt. Hochgesprungen, Alter. Einfach so mitgenommen. Zack, unter den Arm geklemmt. Weiter geht's. Gut, sehr gut.
kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Du warst... was? Das war richtig brenzlig? Du warst brenzlig? Ich habe gerade nicht richtig gelesen. Das war brenzlig wahrscheinlich. So, stampf, stampf, stampf. Oh nein, jetzt ist es wieder schwächlich. Wir sollten ihm einfach noch ein Sandwich geben, dann geht es ihm wieder besser. Ja, es hat die ganze Kraft aufgebracht. Es sieht ein bisschen aus wie Mopex, aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Keine Ahnung. Du weißt es also auch nicht? Aber zum Glück ist dir nichts passiert. Diesem Pokémon ist ja egal. Aber dir? Ja, zum Glück. Ja, wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. Ah, guck, ihm geht's gut. Scheint ihm besser zu gehen. Das ging schnell. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, es kam von ihm? Ja. Gro. Ja, kam von ihm. Lass uns Handynummern austauschen. Boah, okay. Boah, sie hat einen Black-Router am Phone. Das ist viel cooler als mein normales. Sternschauer. Das nehme ich doch gerne. Ja, wir machen eine Verschnaufpause am Leuchtturm. Und dann wird es Zeit, dass ich hier endlich mal... Kann ich es jetzt? Nee, immer noch nicht. Ja, ich vermute, das geht dann erst in der Akademie. Aber ich gebe Gas. Ich gebe Gas. Jetzt quatschen wir erstmal mit dem Boy hier. Ist das etwa? Oh. Was machst du denn hier draußen? Weiß ich auch nicht. Rede weiter. Das hat nichts mit euch zu tun. Doch. Moment, dich kenne ich doch. Pepper, richtig? Aus dem geisteswissenschaftlichen Zweig. Du bist doch der Sohn von dieser Pokémon-Professorin. Professor Antiqua. Lass meine Mutter aus dem Spiel, okay? Okay. Sorry. Ich will wissen, was dieses Ding hier macht. Und dazu auch noch in dieser Form. Ich hab's unten an der Klippe gefunden. Wir haben einen seltsamen Ruf gehört und wollten der Sache auf den Grund gehen. Aber dann ist Markus die Klippe runtergestürzt. Dieses Pokémon hat ihm geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht. Aber du hättest sehen sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Koraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Koraidon? Woher weißt du das? Gia Gia. Du kannst nicht ins Labor. Die Tür ist abgeschlossen. So ein frecher Junge. Wie redet der eigentlich mit dem Pokémon und mit uns? Koraidon ist kein Pokémon? Spitz ja wohl. Natürlich, ich guck's doch an. Was soll sonst sein? Mensch? Tiere gibt's nicht. Na, traust du dich? Ja. Du hast einen Funken mehr Motivation, als ich dachte. Ach so, er will gegen mich kämpfen. Oh shit. Ich hab doch nicht trainiert. Meine Pokémon sind noch sauschwach. Ach, kacke. Aber wie ich schon gesagt hatte, es ist egal, ob unsere Pokémon down gehen oder nicht. Denn die Challenge geht noch nicht los. Leider. Ich wünschte, es wäre so. Ach, er hat nur ein Level, was ist, bis... Ja, komm, da beißen wir einmal rein. Und Raffel setzt auch Biss ein. Macht alles nach. Weiter beißen, bis es zurückschreckt. Es schreckt noch nicht zurück. Ja, komm, Blattberg reicht doch jetzt. Mit der Power des Step Moves. Nein, okay, dann wäre es schlauer, nochmal Biss einzusetzen, aber... Ist ja anscheinend eh egal. Jetzt noch einen schönen Kratzer hinterher. Und weg ist das fette Eichhörnchen. Koraidon findet es richtig geil und schlägt in der Luft rum. Alle Pokémon aufgelevelt, sehr gut. Mangunio lernt Silberblick und Pepper ist besiegt. So, ich habe dich besiegt, jetzt schenk mir deinen Drachen. Bist anscheinend unwürdig, diesen Drachen zu trainieren. So, was jetzt? Spitze gekämpft.
einem gratis gefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Ja, als ob. Naja, wenn du dieses Pokémon wirklich in deine Obhut nehmen willst, wirst du das hier sicher brauchen. Mit diesem Pokéball kannst du es unter Kontrolle bringen. Dankeschön, mach ich. Und warum genau hast du sowas? Puh, endlich bin ich das Ding los. Man sieht sich. Loser. Ich kann eine so ein geiles Pokémon abgeben. Spinnt ja wohl. Na gut, dann halt nicht. Wir sehen uns in der Akademie. Tun wir das? Na gut. So ein komischer Typ. Koraidon, ab in deinen Ball. So. Aber es scheint einige... Er scheint einiges zu wissen, ja. Gut, egal. Komm, wir gehen jetzt auf den Leuchtturm, gucken uns die schöne Aussicht an und dann kann ich jetzt Pokémon tauschen? Nee. Dachte ich mir. Ja, dann schnell rauf auf den Turm. Keine Zeit mehr verlieren. Ich will mein erstes Kampfteam haben und nicht diese Pokémon, die ich eh bald abgeben muss. So. Schau mal, da hinten liegt Mesalona City. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Cool. Ich freue mich schon total darauf, mit dir in einer Klasse zu sein. Ich freue mich auch. Das wollte ich hören. Wir werden so viel lernen und so viel gegeneinander kämpfen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig, findest du nicht? Berge, saftig grüne Wiesen und dichte Wälder. Dichte Wälder, ja, ja. Bäume, ich weiß auch nicht, was. Ja. In dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, von dir gefangen und vertauscht zu werden. Zu irgendwelchen unbekannten Leuten. Okay, gut, ist noch ein Stück bis zur Akademie, ich sehe es. Kriege ich hin. Es sind noch 2 Zonen bis dahin. Begib dich nach Pratilau. Was? Ich habe es nicht schnell genug gelesen. Pratolido. Whatever. Oh, eine geile Beere am Start. Südliche Zone 1. So sieht es nämlich aus. Hier ist ein Trainer. Den lasse ich mir natürlich übrig. Für die richtigen Momente. Eine Marronbeere. Ich fange nicht Anton. Ich fange ihn. Huch. Denn Azure ist natürlich schwächer als Anton. Aber ist auch schon Level 4. Ja, komm, dann kratzen wir einmal vorher. Jetzt habe ich Angst vor einem Volltreffer, deswegen versuche ich es lieber zu fangen. Zack. Bleib einfach drin, okay? Verschwende nicht meine Ressourcen. Es bleibt nicht drin. Weil ich wahrscheinlich auch gar nicht so viele Pokébälle brauche im Laufe des Abenteuers. Weil ich ja eh nicht so viele Pokémon fangen werde. Ja, schon ein paar, aber ich glaube, das wird eher nicht das Problem, weil man auch relativ viele Items findet in der Wildnis. Boah, ich glaube, da werde ich schon ganz gut mit wegkommen. Mangunio erreicht Level, aber ist egal. Das gepunktete Pokémon. Wo ist es gepunktet? Die Wangen da oder was? Na gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Azure das gepunktet Pokémon ist. Ich habe hier gerade ein Geräusch gehört. Ihr habt es auch gehört. Das Klimpern. Wo ist es denn? Da unten. Da sehen wir. Ein Gierspenst. Die verstecken sich hier überall. Wenn man die findet, kriegt man eine Münze. Davon braucht man sehr viele. Um besagtes Pokémon auch irgendwann zu entwickeln. So, das Item hier nehme ich noch, aber mehr erkunde ich diese Gegend nicht. Kämpfen auch nicht, ich gehe trotzdem heilen. Auch wenn ich jetzt gern hier die süßen Hündchen mitnehmen würde, aber geht leider nicht. Ach, da steht sie schon. Ja, ich weiß doch, ich weiß es doch. Ich weiß, wozu dieser Shop hier da ist. Ja, Pokémon Center. Ja, danke, danke. Ich quatsch schon mit ihr. Mach ich. Und da ist der Pokémon-Markt-Dude, der mir Dinge verkauft. Das ist die neue TM-Maschine, mit der man TMs craften kann. Ihr habt ja vielleicht gerade schon gesehen, dass man Ressourcen bekommt von besiegten Pokémon. Und diese Ressourcen kann man dann nutzen, um... Ja, diese Pokémon-Materialien. Um
ja, Dinge zu tun. TMs zu craften. So, das wollte ich sagen. Vielleicht können wir, also hier, die erklärt gerade so viel. Vielleicht können wir auch jetzt gleich schon Dings machen. Ich meine, es gibt ein Pokémon Center. An den Pokémon Centern kann man eigentlich auch immer so eine Multiplayer-Party eröffnen. Vielleicht geht das ja jetzt. Ich werde es herausfinden. Vielen Dank für deine Geduld. Gerne doch. Frag beim Pokémon Center nach Rat. Gut. Hier an diesen Punkten kann man das eigentlich immer machen. So, und was jetzt mit ihr? Verlassen kommen wir zur südliche Zone 1 aus dem großen Hügel. Ja, okay. Können wir jetzt das machen? Oh, Pokeportal? Ich verbinde mich mit dem Internet. Ich bin mit dem Internet verbunden. Das bedeutet... Ah, okay, wir kriegen erstmal ein paar Informationen. Erhalte ein besonderes Pikachu. Titan Glurak lässt in Terra Raids nichts anbrennen. Okay, alles klar. Was? Beenden. Was wir machen wollen, ist der Zaubertausch. Es heißt Zaubertausch. Ich weiß gar nicht, ob es im Englischen immer noch Wonder Trade heißt, aber genau das wollen wir machen. Du kannst derzeit keinen Tausch durchführen, da sich kein Pokémon in deinen Boxen befindet. Okay, verstehe. Ja, wenn es so leicht ist, dann lege ich natürlich Pokémon in meine Boxen. Felori natürlich als letztes. Ah, wobei, bevor ich tausche, gehe ich noch mal ein paar Schritte weiter, weil es sein kann, dass das hier oben gleich, dieser Hügel, dass das auch noch mal ein separates Gebiet ist. Und es ist südliche Zone 1, war das glaube ich gerade auch schon, oder? Ich check das nochmal auf der Karte. Ja. Es ist alles hier südliche Zone 1, ja. Südliche Zone 2, wo ist die denn? Da drüben. Ja, deswegen, dieses Gebiet ist riesig. Das hier ist alles noch das erste Gebiet. Ja, deswegen würde ich sagen, tauschen wir jetzt einfach mal. Und kriegen unsere ersten Pokémon, die wir auch verwenden dürfen. Zaubertausch. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier so wird. Wir, als erstes kommt Ferkuli weg. Weil das auch das erste Pokémon war, was wir gefangen haben. Ach so, ja, wir müssen so ein bisschen warten. Ja gut, dann können wir doch noch ein paar Items sammeln. Hier liegen auf jeden Fall sehr viele in diesem Gebiet, das weiß ich noch. Und während wir Items sammeln, wird im Hintergrund getauscht. Und da ist auch schon ein Tausch abgeschlossen. Muss ich jetzt gucken oder kommt eine Cutscene? Ist es jetzt einfach in der Box getauscht oder was? Nee, da ist es noch. Check's nicht. Tausch abgeschlossen. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich da hoch? Nee. Tja. Das ist meins. Da steht's. Originaltrainer bin ich. Da ist auch noch so ein Ding dran. Ja, der Tausch ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Da oben ist das Tauschsymbol. Der Haken ist dran. Es sieht so aus, als müsste ich irgendwas machen, aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Von daher gehe ich einfach wieder auf nochmal auf Zaubertausch einfach. Ach, wahrscheinlich kriege ich es jetzt. Ja, ist ja logisch. Na gut. Dann schauen wir mal, was wir als ersten Partner bekommen. Von Isayu. Hoffentlich nicht direkt ein gehacktes Pokémon. Okay, es ist wahrscheinlich kein gehacktes Pokémon. Es ist, wie heißt das Ding? Purmel? Ich glaube schon. Lipana! Okay, keine Ahnung, ob das ein Spitzname ist oder ein ausländischer Name. Finde ich aber gut, dass es nicht Purmel heißt. Jetzt hat es ja auch sowas wie einen Spitznamen. Okay, Purmel ist also unser erstes Pokémon. Und Purmel ist Level 5. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist wirklich gar nicht schlecht.
Jetzt kann ich auch Felori schon mal in die Box legen. Ja, ich hab's verstanden. Gegen Pomme austauschen, denn Pomme ist unser erstes Pokémon. Und da wurde schon wieder getauscht. Sehr gut. Ach, das geht ja flott, das gefällt mir. Das ist schon spannend. Das ist schon spannend irgendwie. Okay. Ja, schon geil. Okay, Kyle. Zeig mir mal, Kyle, was du für ein Pokémon für mich hast. Als kleine Erinnerung, wenn ich nochmal einen Pomme kriege, oh nee, ein Hopfspross. Oh nee, ja, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Käfer, ein Käfer-Pokémon und ein Pflanzen-Pokémon. Hoppip. Willkommen im Team Hoppip. Also es sind zum Glück auch Pokémon hier aus dem Startgebiet, was es zumindest leichter mit dem Training macht. Also wenn ich jetzt schon hochentwickelte Pokémon kriegen würde, wäre es ein bisschen schwierig auf Dauer die einzusetzen, weil sie gehorchen einen ja nicht. Aber dass wir jetzt schon mal zwei Pokémon aus dem Startgebiet bekommen haben, ist ja schon mal nice. Ich nehme Hoppip auch ins Team. Level 2 Hoppip, willkommen im Team, zusammen mit Lipana. Ersten beiden Pokémon am Start. Und da ist der Zaubertausch auch schon abgeschlossen. Mega nice, es geht richtig schnell. Die Leute ballern hier Zaubertausche raus. Wer weiß, vielleicht tausche ich ja auch zufällig gerade mit einem von euch. Meldet euch, falls ihr Kyle oder der andere Dude seid. Oder vielleicht jetzt Chrissa. Vielleicht ist einer von euch Chrissa oder eine von euch. Was kriegen wir? Noch ein Hoppip. Okay, das dürfen wir direkt wieder vertauschen. Okay, es heißt Hippity Hoppity. Das ist natürlich cool. Ich glaube, ich würde dann eher Hippity Hoppity. Ah, ist schon Level 11. Da werden jetzt einige von euch wahrscheinlich streiten. Aber das Ding ist, das heißt Hippity Hoppity und das nur Hoppip. Also Hippity Hoppity ist ein cooler Spitzname. Und ich glaube, es wird nicht so häufig passieren, dass wir Spitznamen-Pokémon bekommen. Deswegen, auch wenn sich jetzt vielleicht einige von euch aufregen, aber Level 11, ey, das hat man hier schnell trainiert. Das geht hier jetzt wirklich nur um das Level. Ich behalte das neue Hopfspross nicht, weil es stärker ist, sondern weil es Hippity Hoppity heißt. Kommt schon, come on. Also da müsst ihr jetzt gnädig mit mir sein. Ich behalte jetzt das zweite. Hippity Hoppity ist doch ein cooler Name. Und in so einer Nuzlocke geht es ja auch darum, dem Pokémon Spitznamen zu geben. Was ich jetzt nicht kann mit Getauschten, wobei ich das noch nicht zu 100% confirmed habe. Also vielleicht kann man es ja doch, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Hippity Hoppity ist ja schon mal ein geiler Start. Das nehmen wir. Tausch mit Looney. Okay. Ein Elektro-Pokémon. Sehr gut. Aber es sind alles Pokémon aus dem Startgebiet. Pom. Es ist doch auch ein Spitzname. Sehr gut. Ey, Leute. Ich bin sehr glücklich. Pamo. Ja. Pamo wurde jetzt Pom genannt. Kann ich gut mitleben. Ich finde es sogar ziemlich nice, dass man hier Pokémon kriegt, die so einen Spitznamen haben. Ja. Finde ich gut. Das gibt dem Ganzen irgendwie noch mal ein bisschen mehr Charakter. Es ist generell auch irgendwie spannend, dass man hier eigentlich mit fremden Pokémon spielt. Das macht das Ganze noch ein bisschen, ja, einfach spannender, wenn die Pokémon irgendwie dran glauben müssen. Und ein bisschen betroffener. Oder haben wir auch schon wieder getauscht? Es geht echt schnell. Das finde ich richtig gut. Ich hatte ein bisschen die Angst gehabt, dass ich jetzt hier ewig warte auf einen Tauschpartner. Aber so schnell, wie das hier geht, ist ja der Hammer. Okay, schauen wir mal, was wir kriegen. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann einen Starter. Ich kann mir vorstellen, dass man im Laufe... Japanisch. Den Namen werden wir dann wahrscheinlich nicht lesen können von den Pokémon. Yes, cool. Alles Startgebiet-Pokémon, aber ist überhaupt nicht schlimm. Hefel. Das ist Hefel. Oder wie auch immer der japanische Name ist. Ist das japanisch? Schriftzeichen sahen auch ein bisschen koreanisch aus, aber... Das weiß ich nicht so genau. Ja, wir machen noch einen Zaubertausch. Wir können... Jetzt müssen wir unser Felori vertauschen. Also wer auch immer Felori kriegt, Glückwunsch. Glückwunsch zu Felori. Okay. Ja, nee, also abbrechen. So schnell bin ich gar nicht. So schnell wie das... Es ist schon abgeschlossen. Das ging richtig schnell.
So schnell wie Felori hier weg war. Eieiei. Da wird sich ja wer freuen jetzt. Ich hoffe, ich krieg auch was Anständiges. Tschüss, Felori. Zu Gerbino. Gerbino, was gibst du mir? Ein Ferkuli, okay. Damit kann ich leben. Der Starter ist zwar weg, aber es ist ein japanisches Pokémon. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber anscheinend hatte der Gerbino keinen Bock mehr. Anscheinend hat er auch irgendwas per Tausch bekommen. Ja, das ist also jetzt aktuell unser Team. Sehr spannend. Es sind natürlich sehr viele Startgebiet-Pokémon dabei, aber mit Pom auch schon eigentlich ein ganz gutes. Wir setzen auch direkt, setzen das direkt gleich an die Spitze. Zack, an die Spitze gesetzt. Die Folge ist schon ziemlich lang, aber ich würde sagen, ich trau mich noch nicht in den Kampf. Was haben wir denn hier? Ich würde gern noch, ja komm, hier. Ich würde gern noch ein bisschen trainieren. Ich schick Pom mal hier direkt auf die Vogel-Pokémon los, um ein bisschen zu leveln. Aber wir machen noch einen Kampf, würde ich sagen. Es wird nur, ich habe ein bisschen Angst vor dem Kampf, muss ich sagen. Komm, Pom, greif an. Pom. Willst du nicht? Komm, Pom. Yes. Ja, das hier auch noch. Sauber. Ja, ich habe ein bisschen Angst, das jetzt hier zu machen. Ja, fair. Ja, doch, komm. Oh, direkt zwei. Oh, da frisst es aber. Das hat viel Schaden gemacht. Nee, komm zurück. Den Käfer holst du dir nicht noch. Wo kommen wir denn hier lang? Nee, hier ist... Oh, da drüben ein Dumiesel. Naja, gut. Gibt's hier irgendwas? Komme ich nicht runter. Ganz viele Hopspross. Was haben wir nochmal? Nee. Naja, können wir noch nichts machen. Na, wobei, wie viel Schaden macht Pom bei Hopspross? Schauen wir mal. Ja, nicht so viel. Komm mal lieber zurück. Komm mal lieber zurück, würde ich sagen. Dann mach das hier mal Lipana. Ich muss mir die neuen Namen, also die zumindest Namen haben, muss ich mir einprägen. Oh, es kommt zurück. Das war nicht so gut. Oh, Hefel ist auch schon Level 8. Dann holen wir doch mal Hefel nach vorne. Ich gucke einfach hier noch ein bisschen durch das Gebiet. Und suche ein paar Items. Während meine Pokémon noch ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Gegen die Trainer traue ich mich noch nicht. Ich glaube, die sind auch nicht so stark. Aber trotzdem lasse ich es lieber. Würde erstmal noch ein bisschen meine Pokémon kämpfen lassen. Komm, hier ist direkt noch ein Schwein. Hol dir das Ferkel. Okay, der Hund prügelt alles weg. Sehr gut. Item. Ja, diese neue Funktion ist schon ganz nice. Kann man echt gut zum Training benutzen. Es geht halt viel schneller. Klar, weil man würde wesentlich mehr Erfahrung bekommen. Wenn, oh nein, das Hopspross will mich angreifen. Hilfe! Ja, sehr gut. Man würde wesentlich mehr Erfahrung bekommen, wenn man das Ganze wirklich auch manuell macht. Aber ich bin fein damit, das erstmal so zu machen. Also kann man sich auch noch ein bisschen auf das Sammeln hier konzentrieren. Oh, hier sind richtig viele Pokémon. Hat Hefel richtig was zu kämpfen. Ja, das macht's auch gut, ja. Klopp dich durch. Ich gehe weiter und suche Items. Zack, Pom, direkt noch ein Level gestiegen. Ja, ist noch schön, was stürzt sich drauf. Aber das Gute ist, wir haben immerhin schon ein Feen-Pokémon, ein Elektro-Pokémon und ein Pflanzen-Pokémon. Das ist eigentlich ziemlich gut. Da würde ich ja nochmal mein Elektro-Pokémon trainieren. Oh, da fliegen die restlichen Vögel weg. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will nur das Item. Was macht der hier? Ja, genau. Hier ist noch mehr. Oh, Achtung, übernimm dich nicht. Da ist noch eins. Stark. Und hier ist auch noch eins. Komm, das kriegst du auch noch. Na gut, dann hier. Dann hier, komm. Zack, gut.
Okay, reicht langsam. Ich muss mal hier noch was anderes. Was ist das da unten? Oh, okay. Das gibt, glaube ich, sehr viel Erfahrung. Das würde ich mal im Kampf besiegen wollen. Aber ich muss jetzt aufpassen. Die Wonderlock ist aktiv. Das heißt, ich kann besiegt werden. Also, Pokémon können jetzt tatsächlich... Das war auch gar nicht so wenig Schaden. Können jetzt down gehen. Ich möchte natürlich jetzt nicht direkt schon was verlieren. Das ist eine... Volltreffer direkt. Was haben wir denn hier noch? Alle sind schon angeknackst. Ja gut, komm, mit... Ja, also mit Hippity-Hoppity. Hippity-Hoppity kriegt das schon ganz gut hin. Pokémon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und kann da ja nicht verwirrt werden. Ja, wir holen erstmal Hefel rein. Und schau mal, wie sich Hefel so schlägt, beziehungsweise den Namen, den ich nicht aussprechen kann. Kriegt erstmal einen Klaps. Das hat's doch gut weggesteckt. Tackle das Ding weg. Ich muss auch mit den Leveln tatsächlich aufpassen, weil die Pokémon werden mir relativ schnell nicht mehr gehorchen. Aber ich glaube, sie kriegen ja auch, wir werden es gleich sehen, ob Hefel, also ob sie alle viel mehr Erfahrung kriegen. Ja gut, kann ich jetzt nicht deuten, weil man natürlich durch Vonera generell mehr bekommt. Aber Hefel lernt schon mal Biss. Das ist super. Und irgendwer hat Widerhall gelernt. Das ist auch schon mal gut. Was haben wir hier noch? Käfer nach vorne. Käfer gegen Käfer. Komm, das schaffst du doch. Oh, das hat aber viel Schaden gemacht. Okay. Das hat sehr viel Schaden gemacht. Was machen wir? Was machen wir hier? Hefel macht. Ja, ich muss aufpassen, dass ich es jetzt nicht übertreibe mit Kämpfen. Denn einige... Ja, sie dürfen nicht überleveln. Huch. Ah, ja. Renn ruhig frei rum. Renn frei rum und besiege, was du besiegen kannst. Hier, zum Beispiel den. Komm, den. Ja. Ja gut, da hinten lag noch ein Item. Hier, komm, die kannst du auch noch holen. Schnapp dir die Ferkel. Zack, Pokéball. Am Start. Na gut, dann gehe ich mal heilen, würde ich sagen. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Ja. Doch, habe ich nicht richtig gekämpft, aber klar, warum nicht? Ich würde sagen, einen Trainerkampf wagen wir jetzt. Und dann ist die Folge auch schon rum. Die ging auch schon wieder richtig lange. Aber wir konnten tatsächlich schon tauschen. Finde ich gut. Was setze ich denn jetzt ein? Ich möchte... Ja, was kannst du denn für Attacken? Also an sich würde ich gerne den Käfer noch ein bisschen... Naja, keine guten Attacken. Ja, komm dann, Pom. Keine Ahnung, auf welchen Level jetzt hier die Pokémon sind, aber es kann sein, dass ich mich jetzt hier komplett schon verzettle. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Level die Trainer-Pokémon hier sind. Aber im Notfall habe ich Hippity-Hoppity. Oh, Micro. Ja, ist natürlich Pom super. Welches Level ist Micro? 6 erst. Ja, komm. Das fetzt du doch weg, Alter. Wow, One-Shot. So. Stark. Das war einfach stark. Boah, und die erste Entwicklung. Lipana entwickelt sich. Zu... Es heißt immer noch Lipana hoffentlich. Lipana hat sich zu einem Pupponcho entwickelt. Aber ich hoffe, es heißt immer noch Lipana. Das wäre sonst schade, wenn der Spitzname weggeht. Aber Lernschutzschild. Lipana, ja, da stand's doch. Lipana heißt es noch. Ja, es heißt noch Lipana. Sehr gut. Ja, steht ja noch irgendwo ein Trainer? Das ging ja super schnell. Ich dachte, die sind ein bisschen stärker. Aber ah, da liegt noch ein Item. Ah, da unten steht noch ein Trainer. Ja gut, dann machen wir das noch schnell. Zack, Ether. Und was für ein cooles Pokémon.
Okay, letzter Kampf. Letzter Kampf für diese Folge. Ich bin aber schon mal sehr zufrieden. Knirps, Morty. Hey, Morty. Kamehubs. Ey, perfekt. Alles perfekt gegen mein Poem. Hat er auch nur ein Pokémon? Ja. Komm, baller das Ding weg. Na, es war kein One-Shot. Also Poem. Muss ein bisschen aufpassen. Du bist 4 Level höher und One-Shot ist nicht Kamehubs. Nicht gut. Okay, okay. Das war auch easy. Cool, das reicht nicht. Nee, das stimmt. Hau ab. Gut. Und noch Level 10. So, perfekt. Ich kann es ja nochmal. So. Das war's. Pomi ist draußen. Ja, es war eine coole erste Folge auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, noch in der ersten Folge zu tauschen. Und ja, das ist das aktuelle Team. Ich bin eigentlich zufrieden, dass es erstmal, dass wir keine gehackten Pokémon bekommen haben, dass wir keine zu starken Pokémon bekommen haben. Eigentlich ist es perfekt zum Starten von dieser Challenge hier, dass ich direkt ein paar Startgebiet-Pokémon bekomme. Ja, ich hab Bock. Oh Gott, Pomi, was? Schläft Pomi jetzt? Oh. Ja, es schläft. Ist das nicht süß? Ja, kann ich auch direkt sagen, gute Nacht, falls ihr das Video hier an einem Abend seht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich werde auch morgen direkt noch eine Folge hochladen. Es wird ab jetzt so sein, dass ich jedes Wochenende 2 Folgen hochlade. Wieso guckt er so böse? Weiß ich auch nicht. Ich lade jedes Wochenende 2 Folgen hoch. Ich hoffe, wir kommen ganz gut durch. Die Folgen sind aktuell, so wie es geplant habe, immer so lang wie jetzt. Ich hoffe, das geht klar. Aber lasst gerne mal Feedback da, was ihr von diesem Format haltet. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Viel Spaß bei eurem Abenteuer. Macht's gut, gute Nacht. Tschüss.